Der Hospizspendenlauf in Erlabrunn ist zu einer festen Größe geworden. Konzipiert für Jung und Alt, hat er sich als willkommene ideelle und finanzielle Unterstützung des dortigen stationären Hospizes, dem einzigen des Erzgebirgskreises, etabliert. Nachdem im letzten Jahr über 600 Läuferinnen und Läufer bei strahlendem Sonnenschein ihre Runden im Klinikgelände gedreht haben, laufen jetzt die Vorbereitungen für den 14. Hospizspendenlauf auf Hochtouren. Sorgenfalten hat dabei keiner, bestätigt Mandy Knoch aus dem Bereich Projektmanagement Öffentlichkeitsarbeit der Kliniken Erlabrunn. Richtig, wir haben sehr gute Ergebnisse letztes Jahr erzielt und hoffen, dass wir in diesem Jahr zum 14. Lauf daran anknüpfen können und freuen uns auf ganz, ganz viele Teilnehmer. Veranstaltungstermin ist in diesem Jahr der 8. September. Angesprochen dürfen sich Kinder, Frauen und Männer als Alleinstarter oder in Firmen, Vereins, Schulklassen oder Freundeskreisgruppen fühlen. Wie kann man sich anmelden? Ja, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Einmal unser Läuferblatt, was sich heruntergeladen werden kann über unsere Homepage www.erlabrunn.de. Wir haben es auch an verschiedenen Stellen ausliegen. Es besteht aber weiterhin auch die Möglichkeit, sich online anzumelden über unsere Homepage, wo es ein Kontaktformular gibt, was ausgefüllt wird, oder auch der QR-Code, der auf den Läuferblättern vermerkt ist. Wie gesagt, der Lauf hat sich etabliert. Wie groß ist eigentlich das Teilnehmerfeld beim zentralen Spendenlauf für das Erzgebirgshospiz Erlabrunn? Haus Menschenwürde. Ja, also vor Corona hatten wir dann wirklich knapp 1000 Läufer. Das war schon für uns eine Herausforderung. Wir haben sie gestemmt, aber man kommt schon an seine Grenzen. Nach Corona waren wir so 650, 700 Läufer. Das ist für uns eine schöne Größe. Aber wir werden natürlich niemanden abwimmeln. Wir sind ja über jede Spende dankbar. Wir haben noch die Möglichkeit über den virtuellen Lauf, die auch einige Läufer nutzen, der dann unabhängig von dem Datum dann individuell durchgeführt werden kann. Ziel ist in jedem Fall unter dem Motto nicht nur laufen, sondern laufend helfen, das Erzgebirgshospiz moralisch und notwendigerweise auch finanziell zu unterstützen. Oder wir weisen darauf hin, dass ab einem Betrag von 1 Euro pro Runde der Lauf möglich ist. Viele wählen aber auch die Variante des Festbetrages, die von vornherein einen Betrag angeben, egal wie viele Runden sie laufen. Also das ist ganz individuell. Viele Firmen sagen, wir unterstützen den Hospizlauf, können vielleicht keine Läufer stellen und überweisen im Vorfeld oder im Nachgang zu dem Lauf auch eine Spende. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Einfach auch mal anrufen, wer noch Fragen hat. Prominenter Gast und Starter beim Lauf im vergangenen Jahr war der Schauspieler Kai Schewe. Als Kommissar im ZDF Erzgebirgskrimi in der Region bestens bekannt, wird Kai Schewe auch beim 14. Hospizspendenlauf am 8. September 2024 erwartet.